Bonjour, wir machen heute einen Wein, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag und auch wunderschöne Geschichten darunter liegt. Wir trinken heute einen Madiran. Madiran ist eine Appellation an den Füßen von den Pyrenäen, genau zwischen Atlantikküste und Mittelmeer, also genau mittig von den Pyrenäen an den Füßen der Pyrenäen. Wenn Sie hochgucken, sehen Sie die ganzen Pyrenäen mit den weiß bedeckten Bergen. Madiran wird aus einer Hauptrebsorte gemacht, das ist die Tanat-Rebsorte, die Sie hauptsächlich nur im Madiran und Saint-Mont, also im Südwesten Frankreichs, finden. Außerdem ein bisschen in Uruguay. Sonst in der ganzen Welt finden Sie diese Traube nur dort. Es gibt sehr kräftige, tanninhaltigen Weinen, wie der Name sagt, von der Rebsorte Tanat. Wir haben auch noch mal was Besonderes bei dem. Das ist den von dem Domaine Berthomieu, den Charles de Batz. Charles de Batz kennt jeder von uns aus der Geschichte von Monsieur Dumas, der die drei Musketiere geschrieben hat und der vierte war Monsieur d'Artagnan. D'Artagnan lebte in Wahrheit und hieß Charles de Batz de d'Artagnan. Und deswegen ist das, und er kam aus diesem Dorf, und deswegen trägt diesen Wein diesen Namen Charles de Batz, auch d'Artagnan genannt. Die nächste Geschichte, die ganz interessant ist: Wir haben einen Rotwein, der sehr dicht ist, dunkel, tanninhaltig, sehr kräftig. In jungen Jahren eher zu vernachlässigen, also man muss auf jeden Fall warten, dass er mindestens 5 Jahre hat, gerade bei den größeren Cuvées, dass sich alles entfalten kann. Oder man hat das Glück, dass er in ganz, ganz, ganz jungen Jahren schon sehr schön zu trinken ist, da die ganzen fruchtigen Aromen die Tanninen verstecken. Und wenn aber diese fruchtigen Aromen nach 1, 2 Jahren vorbei sind, hat er nur noch Tanninstruktur, die ihnen alles zusammenzieht, wenn sie den trinken. Deswegen lieber ein bisschen warten, dann macht es immer noch viel mehr Spaß. Diese Cuvée Charles de Batz wurde mal auch von einem englischen Professor getestet. Er fragte sich, wieso die Südfranzosen, die sonst nur Foie Gras und Sachen essen, die mit Entenfett gebraten werden, also eher eine sehr schwere Küche, selten an Herzkrankheiten sterben oder erkranken. Und dann hat er den Wein getestet. Es ist bekannt, dass der Rotwein sehr gut ist für unsere Blutgefäße. Und der Madiran aus Tanat-Rebsorte hat deutlich, deutlich mehr Polyphenolen als alle anderen Rotweinrebsorten. Deswegen, wenn Sie was für Ihre Gesundheit tun wollen, trinken Sie jeden Tag 1, 2 Gläschen von einem guten Madiran und Sie werden Ihre Herzprobleme deutlich lindern. Damit viel Spaß, einen wunderschönen Rotwein für die Herbst- und Winterperiode. Santé! Und wenn Sie uns mal live erleben möchten, besuchen Sie uns mal bei einem Kochkurs. Termine finden Sie auf unserer Webseite. Vielen Dank. Tschüss.